Hallo, hier ist Muho wieder. Die nächste Frage. Und ich glaube, die stammt von demselben Kommentator, der auch gestern wissen wollte, ne? Wie lautet Zawakis rustikaler Ausdruck für Normalbürger denn? Und der aber leider kein Japanisch kann, ne? Der fragt an einer anderen Stelle. Ich frage mich immer öfter, habe ich einen wachen, hellen Moment und nehme etwas so wahr, wie es ist? Oder sehe ich es bloß im Licht meines Ego-Tunnels? Wie kann ich das unterscheiden? Ich weiß nicht, wie verbreitet der Begriff Ego-Tunnel im Deutschen ist. Ich kenne das als ein Buchtitel von Thomas Metzinger, ne? Der Hirnforschung auch betreibt, glaube ich, ein Philosoph eigentlich, ne? Der aber auch Hirnforschung macht und der eine Studie auch gemacht hat über reines Bewusstsein, was das sein könnte, ne? Eine Studie, an der ich auch teilgenommen habe und ich habe meine Meinung dazu, ne? Und das Resultat dieser Studie kann man auch im Internet finden. Wenn ich mich daran erinnere, werde ich einen Link dazu setzen, ne? Man findet auch diese Studie im Internet. Meine Meinung dazu, ne, was ich davon halte, habe ich Anfang Oktober an Yoga Aktuell, eine Yoga-Zeitschrift, die ich glaube monatlich oder vielleicht alle 2 Monate in Deutschland erscheint, ne, geschickt. Das heißt, das sollte so langsam mal erscheinen, ne? Aber gut, das hat jetzt mit der Frage direkt nichts zu tun. Ego-Tunnel bedeutet, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, dass man die Welt nur durch die Wahrnehmung des Ego erkennt. Ne? Du siehst, du glaubst, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, aber du siehst sie nur durch diesen Tunnel hindurch. Ne? Und das ist nur ein kleiner Teil der Realität. Den ganzen Rest kannst du nicht sehen, ne? Weil du eben im Ego-Tunnel steckst. Und es wird oft gesagt, im Zen und überhaupt in der spirituellen Szene, es geht darum, die Ego-Brille abzunehmen, ne? Und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und manchmal haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass wir die Dinge plötzlich anders sehen, ne? Nicht so, wie wir sie gerne hätten. Oder so, wie wir Angst haben, dass sie sein könnten, sondern so, wie sie sind, ne? Aber selbst in solchen Momenten, woher nehmen wir die Sicherheit, dass das nicht nur eine andere Tunnelperspektive ist, ne? Wir sehen die Dinge zwar anders, aber wir sehen sie vielleicht immer noch im Licht des Ego-Tunnels, ne? Und ich glaube, dass dieser Verdacht vollkommen berechtigt ist und auch zutrifft. Ne? Deshalb, das ist ja auch einer der Gründe, wenn man, warum man zumindest im Soto-Zen nicht viel über Erleuchtung redet. Ne? Erleuchtungserfahrungen werden zwar auch im Soto immer wieder gemacht. Ne? Das kann auch wichtig sein für den Betreffenden, aber es wird nicht viel darüber geredet. Ich habe auf diesem Kanal, glaube ich, bisher noch nicht viel darüber geredet, außer dass ich immer wieder sage, sterben auf dem Kissen, ne? Und ich wurde auch schon aufgefordert, da konkreter was dazu zu sagen, aber letztlich, viel dazu habe ich nicht zu sagen. Und ich habe das auch in Andaichi so nicht erlebt, selbst im Rinzai-Kloster habe ich das nicht erlebt, dass Leute da über ihre mystischen oder sonst wie gearteten Erfahrungen geredet hätten, denn in dem Moment, wo du es zur Erfahrung machst, ne, ist es Teil des Ego-Tunnels. Wo es deine Erfahrung ist, die du an dem und dem Tag in dieser oder jener Situation gemacht hast, eine Erfahrung, die dir gehört, ne, die ein wichtiger Teil ist deiner Lebensgeschichte. Natürlich ist es Teil des Ego-Tunnels in dem Moment, ne? Und wie ist es dann, ja, aber in dem Moment selbst, ne? Also, wie ist es, wenn es noch keine Erinnerung ist, sondern wenn es eine lebendige Erfahrung ist, in dem Augenblick selbst, wo ich
erkenne oder zumindest glaube, etwas erkannt zu haben, plötzlich ist der Schleier weg. Wie ist es in dem Moment selbst? Und ich würde sagen, selbst in dem Moment, wo du sagst, oh, das ist jetzt was Besonderes. Und das hatte jetzt auch etwas zu tun mit meinem Feedback zu der Metzinger-Studie, wo es darum geht, reines Bewusstsein. Ne? Und da ging es ja immer wieder darum, Fragen zu beantworten zu diesem reinen Bewusstsein. Oder zum Beispiel, wie war die Farbwahrnehmung in dem Augenblick, wo du eine Erfahrung hattest von reinem Bewusstsein. Und Metzinger definiert dieses reine Bewusstsein, so habe ich es zumindest verstanden, als ein Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist. Ne? Und ich glaube, das ist ein relativ alltäglicher Zustand. Ich glaube, die meiste Zeit des Tages sind wir uns nicht nur dessen bewusst, was direkt vor uns ist, sondern wir sind uns auch bewusst, dass wir uns dessen bewusst sind. Ne? Da ist immer auch dieser Beobachter, der sich seiner selbst bewusst ist. Ne? Und wenn man dich jetzt fragt, oder wenn man jetzt mich fragt, ja, und wie ist deine Farbwahrnehmung zum Beispiel in dem Augenblick? Ist sie intensiv oder nicht? Ne? Für mich ist dann die Frage, ja, verglichen womit? Ne? Und sobald man diesen Vergleich macht, ist es eigentlich kein reines Bewusstsein mehr. Ne? Also wir vergleichen Dinge im Ego-Tunnel. Und so ist es auch in dem Moment, wo du sagst, oh, jetzt plötzlich sehe ich die Dinge so, wie sie sind. Ne? In dem Moment, wo du glaubst, das erkannt zu haben und das so labelst, ne, ist das auch Ego-Tunnel. Und ich glaube, das meint genau der Dirk Künne, wenn er sagt, es gibt kein Erwachen oder das ist Quatsch. Ne? Wenn du sagst, das ist Erwachen, wow, ich bin jetzt aufgewacht. Ne? Das ist auch nur Verirren. Das ist auch nur Verirren. Und manchmal, das habe ich ja vor ein paar Tagen gesagt, manchmal ist es vielleicht wichtiger, zur Irre aufzuwachen. Das heißt, nicht darauf zu warten, dass der Meister einem eine Kerze anzündet, sondern der Meister oder du selbst bläst die Kerze aus oder die wird vom Wind ausgeblasen und dann ist es ganz stockdunkel, ne? Du hast noch nicht mal das Licht am anderen Ende des Tunnels. Ich glaube, in solchen Momenten, wo es stockdunkel ist, da bist du dem Wachsein sehr viel näher als in solchen Augenblicken, wo du glaubst, wow, wow, jetzt habe ich es erkannt, ne? Wow. Beziehungsweise, das ist ein Kommentar, der später verschwunden ist, der mir, glaube ich, aber auch gestellt wurde, ob ich was sagen könnte zum Meditieren im Dunkeln. Ne? In Antaiji, zu meiner Zeit, beschloss der Abt und die anderen Mönche, meine Mönchsbrüder, eine neue Sazen-Halle zu bauen. Ne? Und die sollte, zum einen dichte Wände haben, ne, weil es in der Haupthalle von Antaiji im Winter, da bläst manchmal der Wind durch die Ritzen. Ne? Und sie sollte viel Sonnenlicht haben und abends oder früh morgens, bevor die Sonne aufgeht, Neonlicht, ne, fluoreszierende Lampen. Ne? Was ich total komisch fand. Ne? Also warum nicht das normale Glühbirnenlicht, das wir in der Haupthalle hatten, ne? Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wurde auch in der Haupthalle so eine Neonröhre angebracht und die Mönche sagten, ja, damit wir nicht schlafen, ne? Je heller es ist, desto wacher wird auch der Geist, ne? Ich konnte das nicht nachvollziehen, denn für mein Gefühl, manchmal sind es gerade die Tagesstunden, wo es dunkel wird, ne? Und du hast dann nur so eine 30 Watt Birne vielleicht. Oder in Antaiji hatten wir dann später, als ich Abt wurde. Ne? Ich habe die fluoreszierenden Röhren dann rausgenommen, beziehungsweise ich habe gesagt, wir sitzen jetzt nicht mehr in der neuen Zen-Halle, wo du direkt im Sonnenlicht sitzt, sondern wir setzen uns zurück wieder in die Haupthalle, ne? Wo es ein bisschen dunkler ist, schattig. Und dann hatten wir die 10 Watt Birnen. Aber für mein Gefühl, ne? Das führt zu mehr Wachheit, ne?
je dunkler es ist, desto mehr Wachheit entwickelst du dich, ne? Und ja, halt nicht nur im übertragenen Sinne, man kann das jetzt auch im übertragenen Sinne so sagen, ne? Wenn du plötzlich total in der Orientierungslosigkeit bist, total dunkel und nicht mehr weißt, wo Norden ist und wo Süden ist, ne? In dem Moment wachst du auch auf, ne? Während wenn du dann den Kompass hast in der Hand, alles ist im klaren Licht, du hast deine Karte, du glaubst genau zu wissen, wo du steckst, genau in dem Moment verirrst du dich, ne? Okay, danke fürs Zugucken, danke fürs Fragen, danke fürs Kommentieren. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.